Ich würde sagen, können wir mal dahin. Weiter hoch müssen wir. Noch höher geht's nicht. Ey. Ja. Was denn auch gut gemacht? Ist da hoch jetzt? Na, es geht doch. Sequenz 4, Erinnerung 2, D, Y, S, Mord. Denke ich mal. Schwierigkeitsgrad 3 Sterne. Die Y des Tunis schleicht oben, wo in der Kanalisation sogar der Kurde Merzel herum. Führt ihm auf und setzt ihm ein Ende. So, Belohnung, Offizier, Pistole. Machen wir mal. Schwimmt dann drin. Alles klar. Und die stiften wir ab. Verpisst euch, Saubande! Na, verpisst euch, Saubande. Geiler Spruch, ey. Die Mops mal alle ab. Einfach, weil wir Lust haben. Endlich mal wieder Assassine Quidunity. Leroy des Tunis. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheit sorgen, Tipps, Zugänge, Wachen, Verstecker. Dann werden wir den mal kalt machen. So. Achtung! Und wieder rinkommen. Brauchen Sie Hilfe? Nein. Was will man tun? Ist ja gut. Nicht jeder von uns hat Steine. Wo willst du hin? Hast du dir einen gekackt? Nee, das war du, Alter. Ich hab kaum einen denn hier. Wie soll ich einen? Das war zu mir, das ist Informatik. Du hast noch einen Tribut und du wirst dich bald auch an die Schlacht bei Brüder melden. Kaputtieren. Ah. Zurück in eure Löcher. Mach mal mal. Laisse-moi partir. Je ne dirai personne que je suis venu ici. Fahrt zur Hölle. Fahrt zur Hölle. Wir werden das Feuer eröffnen. Jetzt gucken wir mal. Ist das noch? Das andere ist. Das wie hier. Juhu, wir haben es gefunden. Das sollte sie ausräuchern. Luftattentate. Mal gucken, ob wir noch die Gelegenheit hier haben. Gut ist, ey. Probieren wir mal. Stimmt. Luftattentat. Gucken, ob wir hier noch irgendwo so einen Spaß haben. Ob sie uns jetzt immer noch herumschubsen. Damit müsste es gehen. Das gehört mir. Hey. Wow. Kommt.
Dafür wirst du bieten. Haltet ihn! Ach, schade. Verlierst du Tempo, toter Mann! Ach, Mist, ey. Nun. Weiter jetzt, ah, die kommt nicht runter. Na egal. Guck mal. Luftattentat wird leider. Nein. Oh, der sieht das aus. Einfach mal weiter. Wo willst du denn hin? Es ist Messe. Vergiss dein Seelenheil. Niemand kommt ohne Erlaubnis seiner Hoheit rein. Aber... Geh mir aus den Augen, du Hund! Boah, hier sind so viele, Alter. Was ist denn die Kanalisation? Nichts wie weg hier. Was war das? Hier müssen wir da irgendwo rinkommen. Hier. Kommt noch ein Nein! Du kannst nicht entkommen! Komm. Spielt auf die Beine, haltet ihn auf! Voll. Komm, komm zu. Kipp schon um. War schon heftig. Durch den ganzen Bezirk. Ihr Männer, zu mir. Nee, los, Alter. Scheiß Tunnel, Alter. Ich gesuche. Das hier funktioniert. Inventar.
Hab ich nicht, oder was? Auf Q ist also mit Team benutzen. Mein Herr! Mein Herr! Mein Herr! Ich hörte aus zuverlässiger Quelle, dass ein Assassin in der Nähe ist und dass ihr sein Ziel seid. Dem Wurm ist ein Rückgrat gewachsen. Jetzt ist er eine Schlange. Verdammt! Es war nur eine Frage der Zeit, das war mir klar. Aber das ging zu schnell. Oui, mein Herr. Die Assassinen sind gut organisiert. Aber nun sind wir im Vorteil, oder nicht? Sammelt die Wachen und macht Jagd auf diesen Assassinen. Bringt mir seinen Kopf. Ja, wollen wir ja. Aber mein Herr, die Hälfte unserer Männer kümmert sich um die Aufstände der Bettler. Dann muss man überlegen, wie wir den Arsch kühlen. Ja. Komm, ich geh nicht mal durch, oder was? Hey. Hallo? Wenn der Scheiß. Ja, auf jeden Fall irgendwas mit Sprinten. Er ist hier drinnen! Na klar, dass er abhaut, ey. Wie jämmerlich. Warte. Ah, den kriegen wir noch. Haltet eure Position, Männer! Wie kommen wir an den am besten ran? Nicht so gescheit, wie du glaubst. Hey, hallo. Oh, vielleicht ein Fehler hier drin. Da bist du ja. Das war ein Fehler.
sehr schwierige Mission. Ja, das hat mir schon beinahe gedacht, einer. Ist ja aber. Ja, aber ohne sehr viel Auswahl, ey. Das erklärt, was mit Belliers letztem Agenten passierte. Belliers letzter Schüler hat mir ein schönes Geschenk. Ich hoffe, du hast etwas Ähnliches zu bieten. Diable. Verlasst ihr euch immer noch auf diese versteckten Messer? Anhänger haben ihre Augen überall, mein Herr. Ich biete euch ihr Wissen zum Wohle des Ordens. Welches Wissen diese könnte uns der Fürst der Dosse bieten? Die Intrigen von Ratten? Ihr dürft gehen. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich ihn nur töten könnte. Mein Meister würde das gerne arrangieren. Bruder. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Sie wehr! Und weg da! Es ist getan. De La Serre ist tot. Großmeister. Gut. Bin aber weiter bekommen. Müssen wir die anderen hier noch killen, oder? Nein. Dann. Und da. Und da. Ich kann überhaupt nicht sehen, ob der Rauch. Problem mit dir. Jemand muss die Feuer löschen. Oh, jetzt aber schnell. Ach ja, wieder rutschen, alles klar. Denn das nicht. Du bist ja verrückt hier mit der Tastatur. Aber wackel. Erste Mal wieder hier zockt hier, ey. Und dann gleich eine Hammermission hier, ey. Der Puff oder was? Okay. Hm? Ah, ihr kommt gerade recht zu Beginn meiner Regentschaft. Regentschaft? Solange es einen Cours de Miracle gibt, gibt es auch einen Roi de Thune. Und da die Stelle unbesetzt war, sprang ich ein. Und bemerkenswert schnell, die Leiche ist noch nicht mal kalt. Ich mag die Dinge etwas zu rasch in Gang gesetzt haben. Sagt, als ihr im Cours de Miracle eingetroffen seid. Habt ihr mich benutzt? Euer Ziel ist tot. Wir nutzen uns gegenseitig. Kleine schwule Drecksau. Ein hübsches Reich habt ihr da geerbt. Allerdings, nicht wahr?
Nun, ist alles im Lot? Sind die Toten gerecht? Die Seele besänftigt, etc.? Nun, wohl noch nicht ganz. Jedes Mal, wenn ich denke, der Wahrheit näher zu kommen, scheine ja, ich nur eine neue Schicht Schmutz aufzuwirbeln. Intrige! Eine sich schnell verdichtende Handlung. Fügt etwas Gewalt und lüsterne Priester hinzu und ihr habt den Anfang eines wunderbaren Romans. Eine handfeste Spur würde reichen. So jung. Und doch schon so ernst. Nun, ich wünsche euch viel Glück. Das habt ihr euch doch bestimmt angesehen. Wo habt ihr das her? Einer meiner neuen Untertanen brachte es mir als ein Zeichen des Respekts, nehme ich an. Ein seltsames Stück. Ich kenne nur einen Silberschmied, der Metall so bearbeitet. Genau so eine Klinge tötete Monsieur de la Serre. Ich kann nur vermuten, dass euch das bekannt ist. Warum habt ihr nichts gesagt? Wo stünde der Mensch, wenn er nie Fragen stellen müsste? Wenn ihm alles, was er jemals wissen wollte, einfach gereicht werden würde. Er würde nicht mehr nachdenken und Fragen stellen. Oder er hätte vielleicht schon viel mehr erreicht, ohne die Bürde der Ignoranz. Vielleicht. Der Name des Schmieds ist François Thomas Germain. Ihr findet die Werkstatt nahe Les Alpes. Hab Dank. Bonne Chance. Ich will jetzt knusprigen Kopf. Ne? Aber wir haben es gemeistert. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und reingehauen. Bis dann.